Vielen Dank. Als nächster Redner spricht Dr. Johann Wadepohl für die CDU-CSU-Fraktion. Danke schön. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist die natürliche Aufgabe der Opposition, zu kritisieren, Mängel aufzudecken und diese Regierung zu noch besserer Arbeit anzuregen, zu motivieren. Dennoch habe ich mich heute über einige Beiträge der geschätzten Kolleginnen wirklich sehr gewundert. Jetzt haben wir hier einen Minister dieser Bundesregierung, der für wirtschaftliche Zusammenarbeit steht und der von vornherein genau das sagt, was Sie ja einfordern und worüber wir ja eine große Einigkeit haben, dass wir einen allumfassenden Ansatz brauchen, um diese Fluchtursachen zu bekämpfen. Jetzt haben wir hier einen Minister, der sagt, natürlich ist es nicht damit getan, Frau Kollegin Kohl, wie Sie gesagt haben, dass man Geld gibt. Aber wir geben einen großen Beitrag. Wir geben einen der größten Beiträge, die überhaupt gegeben werden. Und darauf darf man doch stolz sein. Und darauf darf man doch zufrieden sein. Und da darf man doch hier im Deutschen Bundestag den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern danken, dass sie das Geld dafür zur Verfügung stellen und diese Maßnahmen ermöglichen. Und jetzt haben wir hier einen Minister, das mag Sie ja etwas beschämen, dass es jetzt von dieser Regierung kommt und dass es nicht zu früheren Regierungszeiten schon mehr Engagement gab. Es darf Sie auch verwundern, dass es ein Christsozialer ist. Es gibt auch manchen bei uns, der sich darüber wundert. Der sagt, wir brauchen einen umfassenden Einsatz, wir brauchen Klimaschutz, wir brauchen die Hilfe vor Ort, wir brauchen den Einsatz Work for Life, also wirklich solche Programme vor Ort. Das sind doch Dinge, die Sie immer gefordert haben. Und deswegen möchte ich mal dem Minister Müller an dieser Stelle ganz herzlich danken. Das ist ein Paradigmenwechsel. Dafür steht er mit seiner Person. Und darauf sind wir stolz, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und Sie haben sich zur deutschen Außenpolitik geäußert. Dazu möchte ich auch noch etwas sagen. Also wer hier die deutsche Außenpolitik darstellt, als würde sie, Frau Kollegin Hensel, wesentliche Ausführungen ihrerseits sind ja im Grunde gar nicht einlassungsfähig, würden nur schmutzige Deals mit der Türkei machen, würden tatenlos zusehen, Frau Kollegin Keul, und würden die UN nicht unterstützen, verkennt natürlich das, was wir machen. Es ist ja schon vorhin darauf hingewiesen worden. Die deutsche Außenpolitik und Außenminister Steinmeier kann sich ja der Anfragen, dass man dann als ehrlicher Makler auftritt, überhaupt gar nicht mehr erwehren. Natürlich wird Außenminister Steinmeier auch noch bereit sein, sich des Westsahara-Problems anzunehmen. Aber überall werden wir gefordert. Überall wird Minister Steinmeier gefordert. Der Konflikt, der klassische Nahostkonflikt zwischen Palästinensern und Israelis. Es gehen die Anfragen an ihn. Der Syrien-Konflikt. Wer ist denn treibende Kraft neben Außenminister Kerry? Es ist Frank-Walter Steinmeier. Und da sage ich, da sind wir stolz drauf, dass das deutsche Außenpolitik ist. Und wenn Sie die UN erwähnen, wer unterstützt denn Staffan de Mistura? Wer entsendet mit Martin Kobler einen hochrangigen Diplomaten nach Libyen, um dieses schwierige Problem zu lösen? Es ist die deutsche Diplomatie. Und ich möchte mal allen Angehörigen des Auswärtigen Dienstes der Bundesrepublik Deutschland sehr herzlich danken. Sie leisten einen großen Beitrag dafür und bringen uns insgesamt an dieser Stelle nach vorne. Und natürlich, wir können hier, wir haben manche Türkei-Debatte geführt und wahrscheinlich wird man in diesem Hause niemanden finden, der die innenpolitischen Maßnahmen und auch manches außenpolitische Agieren des derzeitigen Präsidenten der Türkei gutheißt. Das ist doch völlig unstreitig. Aber wir sollten doch auch anerkennen und sehen, wo doch Einigkeit darin besteht, dass wir den Menschen nur vor Ort helfen können, was die Türkei alles leistet. Da sind 2,5 Millionen Flüchtlinge ständig in der Türkei. Und wir als Deutsche wissen doch, welche Probleme es in der eigenen Bevölkerung gibt, das zu vermitteln. Die wirtschaftliche Lage in der Türkei ist nicht besonders einfach. Die Türkei erlaubt jetzt mit diesem Abkommen, was übrigens nicht wir, sondern die EU geschlossen hat, ihnen auch zu arbeiten. Wir wissen doch aus eigener Erfahrung, wie schwer es in Deutschland war, als die mittel- und osteuropäischen Staaten hinzugekommen sind, Rumänien, Polen, Bulgarien etc. pp. Da haben wir sie doch auch nicht sofort auf den Arbeitsmarkt gelassen. Die Türken machen das. Und das sind doch Schritte, die muss man doch anerkennen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das kann man doch nicht alles nur diskreditieren. Das ist doch gut. Und das insofern ist doch ein sinnvolles Abkommen. Und insgesamt, ich möchte mich hier auch insbesondere den Kollegen auch
der sozialdemokratischen Fraktion anschließen. Und Frau Wörle hat die Maßnahmen noch mal sehr eingehend geschildert, die wir vor Ort ergreifen. Das können wir nur im europäischen Rahmen erledigen. Und das ist der wesentliche Anlass, das möchte ich abschließend sagen, auch der Bundeskanzlerin, dass all das, was wir machen, immer nur mit und durch Europa erreicht werden kann. Und deswegen lohnt es sich, dafür zu kämpfen. Europa muss von den Zuschauerbänken herunter. Europa muss mit aufs Spielfeld. Und wir Deutsche müssen jeden Einsatz dafür leisten, dass Europa in dieser Weise agiert. Und deswegen ist es gut, dass wir mit diesen Maßnahmen vorangehen. Und der Antrag fasst es zusammen. Sie sollten ihm zustimmen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Michelle Müntefering hat für die